Ja, ich glaube, dass der Sieg auf Schalke ihn natürlich richtig gut getan hat, egal wie er zustande gekommen ist. Ja, ich habe die Videobilder gesehen, also es war jetzt nicht so, dass das ein Sieg war, der jetzt richtig überzeugend war. Es war auch ein bisschen Glück dabei, das weiß der Mike Büskens aber auch, denke ich, dass da nicht alles Gold war, was geglänzt hat am Ende. Aber natürlich nach 17 Spielen ohne Sieg mal wieder ein Auswärtssieg und dann auf Schalke gibt natürlich einer Mannschaft wie Greuther Fürth unwahrscheinlich einen Schub. Darauf müssen wir uns einstellen. Ich habe ja schon mit meinem alten Verein Nürnberg dort gespielt, also es wird ein Kampfspiel werden. Greuther Fürth ist immer eine Mannschaft, die topfit ist, die läuferisch alles rausholen wird, um dann endlich auch zu Hause mal zu gewinnen. Ja, andererseits ist natürlich jetzt auch so, sie legen sehr viel Wert auf dieses Spiel, genauso wie auf das nächste Spiel in Düsseldorf. Und da ist es oftmals so, dass man gerade dann eben nicht die Erwartungen erfüllt. Und da müssen wir allerdings auch als Mannschaft eben so überzeugt von unserem Auftritt sein, dass wir das dann auch hinbekommen.